Dani Giesler, du warst heute Richter hier an der Kuhakrobatik 2015 hier in Katzis in der Neuen Halle. Zuerst geht das Wort zu der Neuen Halle. Wie ist da der das erste Mal hier zu richten? Ja, es ist natürlich eine hervorragende Infrastruktur jetzt hier. Der Ring sehr gross. Sehr grosse Ziege können sie die Halle abbauen und es ist sehr schön zum Richten, dass man richtig Platz hat, um seine Arbeit zu machen. Das ist ein wichtiger Faktor, oder? Dass man genug Platz hat so an einer Ausstellung. Wie merkt man das als Richter? Ja, das ist sicher ein wichtiger Faktor, vor allem es fällt einem halt viel ringer, wenn man die Kie richtig anschauen kann, wenn sie marschieren können. Sonst, wenn es so Steine gibt, dann kann man es nicht richtig anschauen. Und von der Zeit her, man ist sicher bedeutend schneller in einem grossen Ring als in einem kleinen. Jetzt nicht nur eine schöne Halle, sondern auch eine schöne Erstmauche. Wie hast du das gesehen? Finder sind ja nicht gerade ganz zuvorderst gesehen, der Swiss Classic mit ihren Erstmauchen. Und jetzt hier wieder ein paar Tage danach. Also ich bin sicher mit hohen Erwartungen da raufgegangen, das ist ja dann klar, wenn man jetzt Binder lang geht, richten, dann muss man mit starker Qualität rechnen und ich habe die auch vorgefunden, hervorragende Qualität gewesen, die Spitze war extrem stark gewesen, erstmal mit sehr starken Lütern und ich bin da wirklich nicht enttäuscht worden. Ein Wort zu der Siegerin. Ja, die Siegerin ist, da kommen wir einen hervorragenden Rahmen, sehr rahmenstark. Sie hat ein Uter, der sehr gut ist. Sie war auch im Schenuter in den letzten fünf. Aber der Hype-Ding ist sicher der Rahmen. Sie ist extrem stark in der Brust und breit im Becken. Und ist sicher ein hervorragender, super Erstmauch. Ein ausbalancierter Erstmauch, die Brücking Elsa von Adrian Arpagals. Was hat vielleicht der Ausschlag gegeben zu der zweiten, zur Vize-Champion, die auch sehr stark da steht? Die zweite ist noch sehr junger Erstmauch, war bei den jüngeren Abteilungen. Hervorragender Erstmauch, aber die andere bringt jetzt im Moment noch mehr Kapazität mit. Sie ist noch etwas breiter im Becken und auch vorne in der Brust noch etwas breiter. Aber die zweitrangierte Kühe ist schlussendlich auch die Vize-Champion im Schenütter. Und sicher ein hervorragender Erstmauch. Dann noch ein Wort zu der Schenütter-Siegerin. Schenütter-Siegerin, ich habe es in der Abteilung schon erwähnt, sie ist nicht die mächtigste Kühe, aber ein Uter natürlich extrem hoch und breit. Also ein Uter, wo ich persönlich nicht schöner zeichnen oder auch nicht schöner weisen und wirklich ein absolutes Hammerritter. Gut, herzlichen Dank für das Interview auf schweizerbauer.ch. Merci.